Hallo Leute, mein Name ist HotzosT und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal oder vielleicht in der Folge davor haben wir festgestellt, für unseren Vulkan da hinten, für weiteren Fortschritt, da brauchen wir einiges an Glas und schwarze Farbe für die Aschewolke. Und darum gehen wir heute eine Farm bauen, eine Squid Farm, und dafür brauchen wir einen Fluss, der nicht von allzu viel anderem Wasser umgeben ist, und ich glaube, in dieser Richtung lässt sich was finden. Der Anfang ist schon mal gemacht, hier mit dieser Glasplattform, natürlich schwarzes Glas, was denn sonst? In der Mitte haben wir ein Muster von 5 auf 5 Löchern, da werden wir dann Wassersäulen haben, wo die Tintenfische drin spawnen können. Aber fürs Erste muss ich hier rundherum einen Rahmen bauen, sodass ich das Wasser innen drin rausbekomme. Und das mache ich am besten mit Schwämmen, die sich einfach im Nether trocknen lassen. Darum steht da hinten auch ein Portal dafür. Nun geht es runter bis Y45 und danach müssen wir noch weiter runter bis 29. Und weil wir hier etwas haben, das uns beim ganzen Graben helfen könnte, denke ich, gehe ich doch einfach mal bis ganz runter, platziere da den Beacon und dann können wir hoffentlich recht einfach das Loch ausheben. Hier unten angekommen, müssen wir nun einen Mechanismus platzieren, welcher die Wassersäule hier unten aufhält, und das machen wir mit Fence Gates, die wir öffnen können, und so können die Tintenfische in der Wassersäule spawnen und fallen dann einfach unten raus. Und das Ganze ist nach der Idee von Ragund. Ich werde sein Video in der Beschreibung verlinken. Und hier machen wir das so. Und dann müssen wir oben drüber, ach, da fehlt noch einer, da brauchen wir dann auch noch wir hier auf all unseren unteren Fence Gates auch noch was platzieren, denn hier auf den Seiten brauchen wir auch noch was, so dass letzten Endes wir dieses Setup haben und das Wasser hier auch nicht zur Seite raus kann. Nun muss ich aber das Ganze 25 Mal machen, sodass wir all die Löcher da oben auch hier unten mit einem Fencegate-Behälter versehen haben. Mit allen Wassersäulen platziert und den Rest nach unten ausgegraben, ist es an der Zeit, hier unser Sammelsystem zu bauen. Und das ist recht einfach,
Denn wir platzieren einfach eine ganze Reihe Kisten hier am Rand. Und dann hoppo, nicht so weit am Rand. Wir wollen zwei Blöcke Platz außen rum lassen, denn das heißt im Wesentlichen, für jede Wassersäule haben wir noch eine Reihe hoppo, links und rechts, welche unser Zeug aufsammeln kann. Und darüber Half-Slabs, einfach damit das etwas besser aussieht. Und dann wahrscheinlich hier außen rum, da mache ich noch etwas Licht hin, dass da nichts spawnen kann. Und bereits beim Bauen von der Farm sind da etwas Inksäcke von oben runtergeflogen, was bedeutet, das Ganze funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze, was wir jetzt noch zum Schluss machen müssen, wir müssen sicherstellen, dass die Farm auch effizienter wird. Sprich, wir müssen schauen, dass Squids, Thunfische nur hier in unserer Farm spawnen können. Und das machen wir, indem wir im Umkreis das ganze Wasser entfernen. Und genau dafür haben wir ja diesen Ort ausgesucht, wo wir recht wenig Wasser im Umkreis haben, so dass wir unser Leben hier etwas vereinfachen. Ich habe zu wenig Hopper. Naja. Das ist nicht das Ende der Welt. Von denen können wir einige bauen. Wir haben ja genügend Holz, wir haben genügend Eisen. Wäre nur schön gewesen, wenn wir das Ganze so machen könnten, dass wir gleich fertig werden. Hier habe ich ein paar Fackeln. Sehr schön. Und dann raus können wir einfach fliegen hier in einen Wasserstrom. Und selbst wenn wir das Loch nicht treffen, können wir im Wasser nach oben schwimmen. Gut, ich muss da unten noch die restlichen Hopper platzieren. Und dann das ganze Wasser hier in diese Richtung entfernen. Etwa 120 Blöcke und dann auch in diese Richtung, und dann sollten wir eine richtig effiziente Farm haben. Wie ihr sehen könnt, ist der Flusslauf trockengelegt und das Mühsame war effektiv, dass wir hier ein paar Stellen haben, wo es ziemlich tief runter geht und wir Untergrund-Wasserläufe haben. Aber ich muss nur den Wasserpegel bis zu Level 50 absenken, denn darunter können keine Tintenfische spawnen. Aber auch das ist etwas mühsam. Und hier haben wir noch mehr Wasser. Nun gut, aber damit das Wasser
da drüben, das ist ja nicht im Riverbiom, somit sollten da überhaupt keine Tintenfische spawnen können. Nun aber denke ich, wenn ich hier mal reingehe, wir haben da wahrscheinlich, yep, schon einiges an Tintensäcken beisammen. Und dann stelle ich mich einfach mal hier ins Eck auf den Beacon. Und da fallen die Tintenfische vom Himmel. Somit denke ich, innerhalb von kurzer Zeit haben wir genügend schwarze Farbe beisammen für das, was wir brauchen. Und das war's dann auch schon für diese Folge. Und ich sehe euch bald wieder mit dem nächsten Fortschritt. Also, bis dann und tschüss.